Es gibt eine neue Haul von uns und zwar waren wir diesmal bei Kaufland. Genau, und wieso wir da waren und was wir da so Besonderes geholt haben, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Also bleibt dran. Genau. Weiter geht's nach dem Intro. Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! So! So! Genau, eine Sache vorab, ich vergesse das immer wieder. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst sehr gerne ein Abo da, weil die allermeisten Zuschauer haben noch kein Abo. Also schön, Abo-Button. Ganz einfach. Und liken nicht vergessen und natürlich fleißig kommentieren. Ich muss gleich noch Kommentare beantworten. Man kommt manchmal nicht dazu, besonders bei so schönem Wetter, da hat man andere Sachen zu tun. Ne? Das stimmt. Ja. Das ist dies, ne? So, alles klar. Wir legen los mit unserem Einkauf. 100 Euro haben wir ungefähr ausgegeben. Und ja, genau. Dann geht's mal ab jetzt. Also, als erstes haben wir Eier aus Bodenhaltung geholt. Zwei Stück. Zwei 10 Packs. Genau. Dann haben wir Milchreis geholt. Das ist kein Milchreis, das sind Milchschnitten. Ah, stimmt, Milchschnitten. Naja, ich wollte mir einen Spruch ausdenken. Milchschnitten. Genau, Milchschnitten. Also es ist keine Milfschnitten, sondern Milchschnitten. Nein, wir sagen es immer Milchschnitten dazu, okay? Milchschnitten, ja, super. So, dann haben wir hier ein Mini-Würstchen vom Ferdi geholt. Genau. Da hat die kleine Maus schon dran rumgeknabbert. Die sind auch sehr lecker. Die mögen wir auch gerne, nicht nur unsere Tochter. Dann für unsere Große haben wir Eiskaffee geholt. Den trinkt immer sehr gerne. Allerdings haben wir den noch nie als Pulverform gehabt. Und jetzt hatte ich den gesehen und habe mir gedacht, komm, nimm mal mit. Ich werde dir mal gleich zeigen. Mal gucken, was die dazu sagt. Ne? So, dann für mich Bio-Haferdrink-Kakao. Ich habe mich jetzt kommt wieder, sorry, ich kriege mal. Ja, ich kriege mal Magenschmerzen von Milch. Ist ja gut. Tut mir leid. Und deswegen möchte ich den mal probieren. Ich kann ansonsten, so viel Milch trinken, wie ich will. Ich vertrage das alles. Ja, ich leider nicht. Und ich trinke gerne Kakao. Und ich kann halt so nicht trinken. Kefir. Ja, ja, das kann ich auch trinken. Kefir kann ich auch. Joghurt, kann ich auch trinken. Ich kann auch Joghurt essen. Also es ist keine Laktoseintoleranz. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, wenn ich nur Milch trinke, kriege ich Magenschmerzen. Komisch. Ja, ist auch. Dann trinke ich eine Flasche Softlachen. Genau, die vertrage ich wahrscheinlich besser als Milch. Ja, genau. So, dann natürlich wieder Beifeis. Aber ich habe gleich schon eine von gefunden. Ja, war ja klar. Die futtert auch immer. Was ihr als erstes gegessen hat, wo ihr aus dem Laden rauskam, war das hier. Das kostet ja nicht Zeit. Die Schweineohren. Die sind solche die Schweineohren. Ich komme da einfach nicht dran vorbei, die Kleine. Oh, jedes Mal. Ich räume die Karre ein und ich stehe da und ist wieder am Mampfen. Ey. Ja, räumt jedes Mal. Was ist denn jetzt schon wieder? So, dann Wackelpudding oder Götterspeise, vornehm genau. Ausgedrückt. Hat uns ausgedrückt. Auch schon von gegessen, die Kleine. Ja, die schon drei Wackelpudding, Stück. Wackelpudding, ja. So, denn, oh genau, von Dani Sase, oder nur Dani, Mousse au Chocolat. Mousse. Genau, au Chocolat. Mousse. Ich hab gerade Mousse au Chocolat. Das wäre es jetzt gewesen. Die Packung im Gesicht gedrückt. Tomatos, wir haben nämlich heute Salat. Wir grillen nämlich heute und dann gibt es Salat dazu. Dazu haben wir auch zwei Köpfe. Das ist Romana Herzen. Romana Tomaten, habe ich gesagt. Romantische Salatherzen. Oh, ich habe Roma Tomaten gesagt. Ja, Roma Tomaten, genau, das ist auch Roma. So, dann haben wir hier Kinderpinguin, die Erdbeervariante. Strawberry heißt, glaube ich, ne? Strawberry? Ja. Strawberry Melody. Ich würde auch immer Melody heißt. Aber wir finden die sehr lecker. Wir haben auch schon von vielen gehört, die mögen die nicht. Ja. Ist uns aber egal, wir mögen die. Genau. So, Haribo. Colorado. Colorado. Die sind auch lecker. Ja, diese ekelhaften Kisten da drin. Die mag ich ganz besonders gerne, die Kisten da drin. Nee, ach, pfui. Den haben wir Mais geholt, der kommt auch schön im Salat rein. Genau. Dann gibt es bei uns Sahnepudding. Habe ich mal wieder geholt, schon Ewigkeiten nicht mehr geholt. Ich sage, komm, hol nochmal. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie wir unseren Salat machen, müsst ihr euch den Vlog von uns anschauen. Und da könnt ihr nachschauen, wie wir den Salat machen. Ne? So ist das. Genau. Wir wollen ja nicht alles vorab nehmen hier. So, dann haben wir Hähnchenflügel geholt. Einmal diese hier, Haltungsform 3. Und diese hier, weil die hat nämlich nur von denen hier drei und wir brauchen noch mal drei, weil wir wollen heute und morgen nur Hähnchenflügel machen, genau. Mit Salat. Ja. Oder
ein paar Kartoffelchen in den Topf ballern, ne? Und dann einmal die Letter, wie Latte. Ja, boah, wow, da war jetzt mal ein Spruch, ey. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, hast du ganz viele Latten gemacht. So, einmal jetzt Gurkenbusch, Bananen, genau. Ne, das hier für klein. Und das für groß. Das für groß. Ein ordentlicher Brecher hier. So. Ja, ich meine zum Essen halt, ne? Da denkst du schon wieder. Und nochmal Flügelchen, ne? Wenn es richtig hart wird, wie Prinzenrolle. Du brauchst jetzt nicht die ganzen Flügel auspacken, das reicht immer zwei Packungen zu. Wir packen die jetzt einzeln aus und zeig jetzt jeden, zeigen jetzt jeden einzelnen Flügel in der Kamera. Vielleicht könnte ja auch ein bisschen anders aussehen als der Flügel. Ja, also, könnte ja sein. Ne? So, dann Feta-Käse auch für den Feta-Käse, Gouda. Gouda Jung, so wie ich. Gouda Jung, so am Stück. Ja, am Stück. Ja, du bist auch jung am Stück. Junges Stück. So. Wieder Hirtenkäse. Hirte. Hirtenkäse. Also dann hat Nicole hier so Lutscher geholt. Bubblegum-Lutscher. Da sind wahrscheinlich noch Kaugummis drin, ne? Im Lutscher. Genau. Und ich bin auch schon einen von gefuttert. Ja, natürlich. Ist ja immer süßkram. Die Lieblingsfleischwurst. Genau, die ist super lecker. Ist lecker, ja. Die gibt es auch in vegan und die schmeckt sogar im vegan fast genauso. Mhm. Also hätte ich nicht gedacht. Ist auch sehr lecker. Aber wir holen immer die Hähnchen, weil ich glaube, die vegane ist noch teurer, ne? Ja. Ist ja klar. Ist ja Mode, also muss ja der teurer gibt sein. Gibt auch mit Knoblauch drin, gibt es die auch. Schmeckt auch lecker, haben wir auch schon gegessen. So, dann haben wir hier nochmal eine Götterspeise. Ja, da habe ich mir noch eine von mitgenommen, genau. Und wir hatten für 3,99 eine fette Melone. Eine Wassermelone, so eine Bombe. Hier ist noch die Zündschnur dran. Pass auf, ey, die platzt. Das hatten wir schon mal. Ja, das hatten wir schon. Ja, das war mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht hat er auf einmal so komisch angefangen zu zischen. Die Melone, ja. Ich habe die ganze Zeit, ja. Robert, was ist das für ein Melone? Genau, Großes, wir denken, was zischt die denn so? Denn die Melone war dann am Zischen, ne? Ja, und dann so im Halbschlaf ist so auf, los, ne? Ja, und dann haben wir uns gedacht, dann schmeiß ich die in eine Mülltüte. Und wir waren aber so im Halbschlaf, hatten eine Mülltüte, da waren unten Scherben drin. Ja, und dann nehme ich die Wassermelone. Nicole hält die Tüte auf und lass die fallen. Dann ist die durch die Tüte durch, auf dem Boden. Und die ganze Küche war versaut. Mitten in der Nacht. Und so eine schöne, übergärte Melone, die stinkt auch richtig. Boah, das hat eine Sauerei. Und dann mitten in der Nacht. Und danach waren wir auf jeden Fall wach. Genau. Und Scherben war natürlich auch noch dabei auf dem Boden. Scherben und Melonen, ja. War eine Spitzennacht gewesen. Ja, genau. Und ich musste erst mal gucken, woher kommt das Geräusch, weil immer das zischtet. Ich hatte niemals damit gerechnet, dass das die Melone war. Guckst du die Melone an, dann macht die Melone tsch, und so, dann Robert! Ich so, was ist los? Der lässt den Müll schmeißen. Ja, ich hatte voll Angst, was ist mit der Melone los? Nicht, dass die gleich explodiert oder so, ne? Ja, ist die ja, ne? Ja. So. Ja, genau. Mitten in der Nacht, was war das? 2-3 Uhr. Ja, keine Ahnung. Ist ja schon sehr lange her. Bestimmt schon 10 Jahre oder was, ne? Ja, alles schrubben, ey. So, ja, wir haben noch unsere alte Küche. Mann. Mich hast du danach nicht getroffen. So, ja. Dann haben wir noch hier, wie heißt das denn? Eine Pfirsich, Nektarine. Eine Pfirsich, Nektarine. Du brichst dich komplett auseinander. Nektarine. Genau. So, dann haben wir noch Joghurt, den brauchen wir gleich. Wir machen ja unser Knoblauch oder viel mehr. Wir haben noch richtig starke Knoblauchsoße und dünnen die noch ein bisschen aus hier mit. Und für den Salat brauchen wir den noch. Da war noch Zwiebel drauf von irgendwas. So, dann habe ich mir Kokosnussmilch geholt. Oder Kokosnussreisdrink. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das schmeckt. Und normale Vollmilch. Und noch jede Menge Getränke. Wir haben genau. Einmal Limo. Die haben für 77 Cent haben die hier Cola gehabt und Fanta und Sprite. Genau. Haben wir den auch mal mitgenommen. So, sonst noch was Besonderes? Genau. Und jede Menge Getränke. Genau, Wasser, kleine Wasserflaschen, große Wasserflaschen. Genau, jede Menge große, genau. Jede Menge kleine. Ja, war schon. Das für 100 Euro, ne? Das ist der Hammer. So viel war das ja nicht. Nee. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir irgendwann noch vergessen haben. Ja. So, aber jetzt können wir wenigstens zeigen, wieso wir denn bei Kaufland waren. Komm, genau. Gib mal Gästchen. Eigentlich wollten wir nur das mitnehmen und wieder gehen. Nee, wieso das denn? Wir wollten noch da einkaufen, hä? Hä? Ich hatte nicht vorgehabt, so doch, viele ich hatte gesagt, wir müssen einkaufen, dann kommen wir auch direkt da. Ja, für mich war das so, ich habe gedacht, wir gehen nach zu Aldi. Ja. Aber gut, das wurde dann so. Gut, ne? Dass du mir das gesagt hast, jetzt. Das wollte ich zeigen. Genau, und zwar kann man bei Kaufland sich so eine Schultüte abholen.
Die könnt ihr Kinder ausmalen, klebt die zusammen, gibt die wieder bei Kaufland ab und dann wird die vom Kaufland befüllt. Genau, und die wird dann befüllt bis zum, ich glaube, sie hatte gesagt, bis zum 26. muss man das zurückgegeben haben, mit Adresse und Name, alles drauf. Ja, das gebe ich dann jetzt. Ja, können die Kinder heute mal malen. Weil genau, dann ist heute kriegen wir nämlich Besuch, meine Nichte kommt, meine Kleine, und können die beiden dann nämlich ausmalen. Genau, die werden nämlich beide eingeschult dieses Jahr und dann können die halt heute schön ausmalen. Mhm. Und dann gebe ich das wieder ab. Du musst ja schon wieder in den Laden rein. Na, dann kaufe ich aber nichts mehr. Ja. Also der Marketing-Trick hat funktioniert. Ich bin mal gespannt, was da alles drin ist. Entweder ein Teil süß und der Rest Obst. Ich bin mal gespannt. Ja, wir hatten da gleich hier mal bei Rewe gehabt mit so Tüten für Nikolaus. Nee, mein Kind sieht, das waren Stiefel. Ja, oder Stiefel für Nikolaus. Und das war dann auch. Da waren dann irgendwie ein paar kleine Süßigkeiten drin, der Rest war Obst. Super. Ja. Mal gucken, wir haben ja, also wir haben ja nicht mehr den Beukeler bei uns, aber da machen wir halt auch mit Schultüten. Genau, wir hatten früher hier den Beukeler gehabt. Ja, da kann man jetzt hingehen mit der Schultüte und sich die befüllen lassen. Die haben keine Schultüten. Ach so war das. Wenn die fertig gebaut ist, dann müssen wir noch eine basteln, dann gehen wir da hin. Also nicht diese, sondern wir basteln eine eigene für die. Und dann gehen wir da hin und lassen die befüllen. Genau, ich werde nämlich jetzt die nächsten Tage anfangen, ihre Schultüte zu basteln. Ich habe Material jetzt alles schon hier. Und jetzt werde ich mal langsam anfangen zu basteln. Genau. So. Ja, jetzt haben wir noch 3 Wochen Ferien bei uns in NRW und dann geht's wieder los mit der School. Ja, so ist das. Ja, wir werden auf jeden Fall nicht mehr nach Kaufland gehen, weil wo wir da waren, wir sind dann irre geworden. Weil irgendwie haben die da keine Struktur im Laden. Da steht denn irgendwie der Non-Food zwischen Essen. Ich weiß, die Taktik ist, wahrscheinlich ist die Taktik, ja, dann kommt man überall vorbei und kauft mehr. Ja. Aber das bringt nichts, wenn die Leute rausgehen und sagen, in den Scheißladen gehe ich nicht mehr rein, ich finde nichts. Also so, das ist meine Meinung. Also ich habe einen Ast abgesucht nach dem scheiß Mais. Denn überall stehen Dosen, aber kein Mais. Und ganz vorne steht dann auf einmal ein Regal, wo Mais steht. Dann gesagt, wir haben uns einen Ast für viele Sachen abgesucht. Ja, also schlimm. Ganz ehrlich, ich gehe lieber hier zum kleinen Aldi. Ja, aber wir sind eher mehr so die Discounter. Ne? Also alleine schon, nicht auch weil es günstiger ist, aber auch einfach, wenn du bei Aldi mal was suchst und dann nicht findest, dann gehst du halt mal 10 Minuten durch den ganzen Laden und dann hast du es gefunden. Wenn du bei Rewe oder bei Edeka Kaufland, oder Edeka gibt es ja auch kleine Läden, aber in den Riesenläden dazu ist, dann bist du 3-4 Stunden unterwegs. Ja. Weil alle, bei Aldi gibt es auch nur eine Sorte von den ganzen Sachen. Wenn du in so große Geschäfte gehst, ne, dann gibt es 20.000 Marken von der einen Sache. Und dann, bei Aldi haben die ja oft denn einmal eine teure Marke und einmal die Eigenmarke und dann war's. Und da haben die dann immer 1.000 verschiedene Marken. Ich brauche nicht 1.000 verschiedene Pizzamarken. Nee. Entweder hole ich die billige oder die teure, dann brauche ich nicht noch 20 andere Marken. Ja, also muss ja jeder selber wissen. So, alles klar. Wir sind fertig. Ja, wir haben alles. Alles klar. Ja, was fehlt noch am Ende einer Rolle, was wir immer machen? Mann! Scheiße, ich bin nicht vorbereitet. Genau. So, wir kloppen uns immer am Ende. Also bis zum nächsten Video. Genau, und like nicht vergessen. Genau, und like nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Ich habe mal gesprochen. Du hast gesprochen. Du willst dich wieder weghauen, ich sehe das. Nein, ich will dich nicht weghauen. Aus dem Bild. So, alles klar. Bis zum nächsten Video. Tschüss.